Ich habe einen riesen Respekt vor dem Virus, vor den Mutanten, vor der ganzen Verwandtschaft. Das Chaos, was wir zurzeit erleben, hat einen dezenten diktatorischen Charme. Aber nichts deutet darauf hin, dass geheime Mächte unter der Regie von Bill Gates oder einem Reptiloiden aus Davos unsere verfassungsmäßige Ordnung beseitigen wollen. Bürokratie und Politik sind überfordert. Der Regierung mangelt es an politischen Talenten. Ich sage nur Hamburg, Sturmflut, Helmut Schmidt. Das ist ja das Problem. Die Merkel hatte 16 Jahre Zeit, jede parteiinterne Konkurrenz auszumerzen. Wie oft will sich Friedrich Merz noch öffentlich schlachten lassen? Der Mann ist doch schon Hackfleisch, der Hackepeter der CDU. Eine große ehemalige Volkspartei verliert an politischem Einfluss. Das sieht man mit wachsender Sorge, vor allem in Aserbaidschan. Merkel ist die schwarze Witwe der CDU.